So Freunde, es ist soweit. Ich begrüße euch zum neuen Video und ich habe mir mal ein schönes Plätzchen gesucht, an dem wir uns heute mal die 7 Sachen angucken, die am Auto für diese Saison geändert wurden. Wir sind nämlich jetzt fertig. Nicht wundern, ich habe die Haube schon gelöst von innen, damit wir uns gleich das neue Herzstück angucken können. Und das Ganze läuft wieder mal so ein bisschen unter dem Hashtag, wenn es mal wieder länger dauert, ab. Es sind wieder einige Geschichten passiert, die das Ganze verzögert haben, inklusive der Wetterlage in den letzten Tagen, sodass ich erst jetzt zum Filmen komme. Eigentlich sollte das schon viel eher fertig sein. Aber gut, schnacken wir nicht lang rum und fangen an. Als erstes, wenn man sich das Auto von vorne anguckt, sieht man schon, es ist wieder eine Lippe drunter. Dieses Mal ist die Lippe von Riga. Die kommt in Schwarz-Hochglanz lackiert. Sieht aus der Nähe betrachtet so aus. Und das Beste an der Lippe ist wirklich, die ist bombenfest. Da wackelt überhaupt nichts. Ich bin auf der Bahn schon mehrmals 260 gefahren, laut Tacho, also in den Begrenzer rein. Und da sind überhaupt keine Vibrationen oder Geräusche zu hören. Das Problem ist ja gewesen vorher mit der Maxton-Lippe. Die fand ich sogar optisch einen Ticken schöner, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber die hat so ab 2.10, 2.20, 2.30, je nach Situation, angefangen, die übelsten Vibrationen zu übertragen in den Innenraum. Wir hatten vom Maxton auch hinten den Diffusor ja dran zuerst, bevor wir dann den originalen Hochglanz lackiert haben. Ich weiß nicht, was los ist. Mit Maxton waren wir normalerweise immer mega zufrieden. Aber bei dem Auto hier passen die Teile im wahrsten Sinne des Wortes vorne wie hinten nicht. Aber jetzt mit der Riga-Lippe sieht optisch halt auch gut aus und funktioniert halt perfekt. Dann kommen wir zum Herzstück. So, ich halte euch mal eben in die Luft, damit ich einhaken kann. Da ist es, das APR Open Air Intake. Ihr könnt mal unter dieses Video schauen, in die Videobeschreibung, da ist die Playlist verlinkt zu dem Auto. Und da hatte ich die Tage ein Shorts-Video hochgeladen, weil ich eigentlich dachte, wegen der Wetterlage, es dauert noch länger, bis wir mal wieder filmen können. Und deswegen hatte ich schon mal eine kurze Soundaufnahme da gemacht. Der Sound ist echt richtig geil. Also von dem Ansauggeräusch her muss ich sagen, mit Abstand das Beste, was ich bis jetzt hatte. Im schwarzen Ibiza war es auch schon krass mit den NL-Carbon-Teilen, aber das hier ist echt der absolute Wahnsinn und macht wirklich wunderbar nice Ansauggeräusche. Ist unglaublich. In dem Fall ist jetzt quasi nur in Anführungsstrichen hier vorne das Intake getauscht. Dann kommt hier der originale Schlauch und dann hier hinten kommt das Turbo-Inlet von APR. Man könnte jetzt auch diesen Schlauch hier noch aus Carbon holen und dann gibt es noch eine Ummontage hier für diese Leitung, dass man die quasi hier unterhalb her montieren lassen kann. Da habe ich mich jetzt gegen entschieden, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich gesagt habe, hier er, der Kollege und das Intake, die sind für die Emotionen und den Sound zuständig. Der Rest ist nur optisch und das hier ist vielleicht, je nachdem, ich weiß nicht, wenn man mehr Leistung fährt, ob das dann irgendwann zu weich ist, das Rohr, dann hätte ich das vielleicht noch getauscht. Aber ich sage euch ganz ehrlich, Leute, wenn, ich habe bewusst gesagt, wir sind mit den Änderungen für 2021 fertig oder das ist die Formulierung, die ich jetzt immer verwende, weil ich will mich nicht festlegen, ich will nicht ausschließen, dass nochmal irgendwann was gemacht wird. Aber wenn ich bei dem Auto irgendeine Art von Leistungssteigerung machen würde, dann würde ich auch dieses Rohr austauschen. Ich würde ein Turbo-Outlet machen, ein Schubumluftventil, ein Ladeluftkühler inklusive Verrohrung. Also da wäre einiges, was noch kommen würde. Und deshalb habe ich gesagt, in dem Fall jetzt erstmal nur die Sachen, die wirklich entscheidend sind für die Geräuschkulisse und die Emotionen. Und alles, was dann zur Leistungssteigerung zweckdienlich wäre, das würde ich, wenn ich es denn dann noch machen würde, nochmal in einem Extraschritt machen. Man sieht hier auch gut, wenn man sich das mal anguckt, original, da sieht man, das ist alles offen hier. Also die Luft, die kommt da wirklich original aus allen Ritzen und Ecken raus. Das ist unglaublich. Und ich weiß gar nicht, ob eventuell sogar das Closed Air Intake oder das normale Intake von APR für eine Leistungssteigerung vielleicht noch besser ist. Man sagt ja so gemeinhin immer, bei offenen Ansaugsystemen geht die Leistung sogar eher verloren im Zweifel. Ich werde das Auto auf jeden Fall mal auf den Prüfstand stellen, so wie er jetzt ist, mit Abgasanlage, Ansaugung, Intake und Ultimate 102 Sprit. Ich weiß natürlich nicht genau, was das Auto vorher an Leistung hatte, aber dann hat man mal so einen Indikator. Man sagt, auch wenn man zu viel Hardware macht bei den Modellen, ohne die Software zu verändern, dann führt das auch dazu, dass irgendwann, weil das Steuergerät nicht mehr so richtig weiß, wohin. Achtung! Wir machen natürlich alles in einem Take, wie immer. Zack! Dann sagt man auch so ein bisschen gemeinhin,
dass das Steuergerät nicht so richtig weiß, logischerweise, wohin mit der ganzen Hardware und dann die Leistung wieder runtergeht. Aber ich denke mal, hier haben wir da ein gutes Paket, dass man mal messen kann und einfach weiß, wo man dran ist. Dann gehen wir weiter zur Seite. So, als erstes gönnen wir uns die Totale und dann sehen wir schon die wunderschönen MoTeC Ultraleitfelgen in 8x19. Die wiegen 8,5 Kilo pro Stück. Super, super geil. Scheint mir eine aktuell sehr beliebte Felge zu sein. Sieht man immer mehr und ich habe auch mit ein paar Leuten schon gesprochen. Ja, wir wollen die auch haben, bla bla. Sind im Moment aber schwer zu bekommen. Ich habe tatsächlich einen Anbieter noch gefunden bei eBay Kleinanzeigen, der die Felgen noch lagernd hatte, wo ich die dann noch bekommen habe. Ich habe halt mehrere Anbieter angefragt und dann sind auch wieder so Sachen passiert. Muss ich kurz erzählen, wo ich mir wieder denke, Leute, warum? Immer im Autobereich irgendwie, keine Ahnung warum. Dann hatte mir einer geschrieben, ja, wir kriegen die Felgen voraussichtlich nächste Woche rein. Und ich wollte aber bei niemandem bestellen, der mir sagt, ja, eventuell voraussichtlich. Diese Versprechereien, die kennt man ja. Und dann habe ich die woanders bestellt, wo sie halt lagernd waren. Und ich hatte von dem anderen Lieferanten schon die Sendungsnummer. Und dann schrieb der Erste, den ich angefragt habe, mir wieder zurück, was für eine Frechheit, die anderen würden mich auch verarschen, weil die können gar nicht lagernd sein. Wo ich mir denke, wie anmaßend ist das bitte, sowas zu behaupten, ja, wenn man nicht wissen kann, ob irgendjemand irgendwas lagernd hat oder nicht. Das ist dann wieder so der Spaß für die ganze Familie, mit dem man sich rumgeschlagen hat. Aber ich habe noch Glück gehabt und habe die Felgen dann noch bekommen. Gerade noch mit jemandem bei der Tankstelle gesprochen, der sagte auch, oh, für meinen RS3, ich hätte die gerne, ich komme da nicht dran. Scheint vielleicht auch Corona-bedingt aktuell echt schwer zu sein. Aber ich bin froh, dass ich die Dinger habe. Dazu die Seitenschweller. Das sind die Original-Seitenschweller vom Performance-Paket. Ich gehe mal ein bisschen an die Seite, dann kann man das ein bisschen besser sehen. Ich finde, die machen sich halt super geil an dem Auto. Wir haben ja kein Performance-Paket, aber ich habe gesagt, ich will unbedingt die Seitenschwelle haben. Und ich hatte das Glück, dass zwei unterschiedliche Leute die auf eBay einzeln verkauft haben. Und ich deshalb quasi die zum günstigen Preis dann letztendlich im Set zusammen kaufen konnte. Ich habe jetzt, glaube ich, 300 Euro für beide Schweller bezahlt. Und wenn du die im Set bestellst, bist du mindestens bei 450, 500. Plus Lackieren und Montage ist natürlich eine teure Geschichte. Aber so war es in Ordnung und die hatte ich von Anfang an eigentlich schon ins Auge gefasst. Ursprünglich haben wir dann halt gesagt, nein, wegen des Preises. Aber dann hat sich zum Glück doch eine günstige Konstellation ergeben, in der wir das machen konnten. Gucken wir uns auch die Felge hinten nochmal an. Ist eine wunderschöne Felge. Also das Design ist halt, ja, ich sag mal, vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei OZ. Eigentlich so ein zeitloses Design, ne? Aber es steht dem Auto halt unglaublich gut, weil man sieht auch, wenn man hier so ein bisschen von der Seite guckt, ist halt auch so leicht eingedrückt die Felge in der Mitte, ne? Der Felgenstern. Und das ist halt einfach eine wunderschöne Geschichte und steht dem Auto richtig gut. Und jetzt sind wir schon an dem Punkt, wo wir fast nur ein bisschen den Kamerawinkel weiterdrehen müssen. Dann sieht man nämlich schon, das Auto hat eine Spurverbreiterung bekommen. Ja? Wir haben hinten 15 mm Spurverbreiterung drauf gemacht, weil einfach die Spur, das kann man sehr gut auf meinem aktuellen Titelbild noch sehen, auf dem Kanal, wenn ihr euch das mal anschaut. Das steht halt hinten sehr weit drin. Hier sieht man auch die Spurplatte. Das ist nicht wie zu 99% ansonsten ein H&R-System, sondern das ist dieses Universalsystem von ST, was quasi auf ganz viele verschiedene Autos mit entsprechenden Anbauteilen und Adaptern und so weiter montiert werden kann. Das ist eigentlich ganz praktisch. Dadurch, sage ich mal, ist der ganze Bestand, den du von ST an Spurplatten hast, bei Vergölz, bei der Firma, die den Umbau gemacht hat für uns. Auch nochmal vielen Dank an der Stelle und Grüße raus an Björn, wenn du das siehst. Wie immer, perfekte Arbeit. Die haben ihr ganzes Sortiment quasi in einem Schrank stehen. Und wenn du dir das ganze H&R-Sortiment aufs Lager legen willst, dann kannst du eine Lagerhalle dahinstellen. Das ist das Schöne. Und jetzt, wenn man so guckt von der Seite, jetzt steht es halt auch gut da. Ne? Ich habe mich extra für die 8x19 und nicht für die auch erhältlichen 8,5x19er Felgen entschieden. Aus dem Grund, weil die hier halt ein bisschen leichter sind. Und generell hat die Plattform halt nicht so viel Platz. Ne? Wenn ich mir das jetzt mal vorne angucke zum Unterschied, das ist die 8x19 ohne Spurplatte. Und die steht halt auch schon, sag mal, relativ bündig. Und man muss ja auch noch bedenken, du brauchst ja auch für die Lenkung und für den Lenkwinkel und alles ja auch noch Platz. Und wie man hier guckt, da ist nicht mehr viel. Ne? Also hier, ich zeige es nochmal von der Seite. So, da ist nicht mehr viel Platz. Und deshalb habe ich gesagt, nehmen wir per se die 8x19, weil sie auch leichter sind. Und jetzt haben wir hinten mit der 15 mm Spurverbreiterung stehen wir jetzt 4 mm weiter draußen, als die 8,5x19 stehen würde. Das kann man sich ja relativ leicht ausrechnen.
und ergibt jetzt insgesamt so ein rundes Bild. Auto ist auch schön sauber geworden. Ein, zwei Flecken habe ich gerade noch erkannt während dem Film. Ich habe eben gewaschen. Frühjahrsputz ist erledigt. Zumindest von außen. Von innen muss ich gleich noch machen, weil ich dachte mir, bevor das wieder Regen gibt, nutzen wir die Gelegenheit und bringen das Ganze hier mal schnell zusammen. So, und dann von hinten noch, last but not least, Friedrich Motorsport Abgasanlage ab Cut mit Carbon-Endrohren. Müssten 152 mm sein im Querschnitt. Ich wollte halt Endrohre haben, die von der Optik her relativ original aussehen. Also keine vierflutige Geschichte oder so. Ich finde es immer, wenn man eine Abgasanlage zu wild macht von den Endrohren her und sich das zu heftig von der Serie unterscheidet, je nachdem wie man es macht, finde ich es halt teilweise auch schnell mal unschön. Und tatsächlich gab es, warum auch immer, obwohl das ja unterhalb des Carbons sind das ja in Anführungsstrichen die Endrohre, gab es quasi die Endrohre in dieser originalgetreuen Optik, die passen auch super in den Diffusor rein, wie man sieht, nur mit Carbonummantelung. Und ich wollte eigentlich erst welche haben, die quasi, ne, hier, wie hier innen ohne Carbonummantelung sind und dann auch mit dem breiten Rand, also so aussehen wie original, gab es nicht. Und dann haben wir gesagt, ach, weißt du was, nehmen wir Carbon, weil das Schöne ist, durch das Carbon, wir haben ja auch sonst quasi gar kein Chrom mehr am Auto und dadurch haben wir jetzt halt alles schön all black sozusagen. Ich hatte ja an der Seite auch noch die Stopfen drauf gemacht auf die Schrauben bei den Reifen. Jetzt haben wir halt gar nichts Chromfarbenes mehr am Auto, das passt halt einfach insgesamt gut. Ergänzt sich auch gut mit dem hochglanzlackierten hinten. Zum Sound muss man sagen, typischer FMS-Sound, sehr dunkel, sehr dumpf, sehr basslastig. Ein sehr ähnliches Klangbild wie bei dem schwarzen 1.4er. Wenngleich auch, in Klammern, noch etwas leiser. Zum einen, weil wir ja keine Downpipe haben. Und zum anderen, weil halt auch eine Menge Dichtmaterial aus der Abgasanlage rauskommt. Am Anfang die ersten, keine Ahnung, 100, 200 Kilometer, wenn er über 100 Grad Öltemperatur hatte, übelst warm, richtig am Stinken dann, richtig der Dampf von der Abgasanlage, von dem Dichtmittel rausgezogen und es roch so richtig metallisch und so ähnlich, wie wenn ein Auto ganz neu ist und wenn man das einfährt, aber noch ein bisschen penetranter. Und man hört halt typisch FMS, das war bei allen anderen FMS-Anlagen, die ich bisher gefahren habe, auch so, die werden mit der Zeit lauter. Am Anfang war das zum Beispiel so, dass du das Schubblubbern nur so ganz leise, ganz dumpf gehört hast. Und jetzt selbst im Auto sitzend, wenn ihr euch das Shorts-Video anguckt von der Ansaugung, so rum, hört man die Abgasanlage auch schon deutlicher auf jeden Fall. Und das Schöne ist, im Innenraum, ich habe den Soundaktuator jetzt ausgeschaltet, es ist Ruhe. Du fährst 250 auf der Bahn, du hörst nichts, keinen Dröhnen, so dieses Fauchen und dieses immer so ein bisschen abwerksmäßige, wie gewollt, aber nicht gekonnt, ist halt jetzt komplett weg. Es ist nicht wirklich lauter geworden, was ja auch einfach aufgrund der aktuellen Regelungen einfach gar nicht mehr geht. Aber das Klangbild ist halt ein wesentlich schöneres. Ein bisschen was muss noch kommen, denke ich, und wird auch kommen, damit es halt dann noch etwas voluminöser ist. Das geht noch so ein bisschen unter, wenn man im Tunnel fährt, aber ansonsten ist das schick. Die wichtigste Frage zu dem ganzen Thema, ist das legal alles in Kombination? Ja, ist es. Die Abgasanlage wird in Kombination mit der Ansaugung per Geräuschmessung eingetragen. Das funktioniert. Die Abgasanlage per se hat ja ein Gutachten, also eine ABE oder eine ECE, ich weiß es gerade gar nicht genau, dabei, dass ich die an sich verbauen und einfach fahren kann. Das gilt aber natürlich nur, wenn der Rest original ist. Die Ansaugung an sich kann ich mit einer Einzelabnahme eintragen, auch mit dem Inlet, das ist kein Problem. Aber wenn es dann um die Kombination geht, dann brauchst du eine Geräuschmessung in dem Fall, weil die Anlage für den Leon, wenn ich von APR eine haben wollen würde, dann müsste ich halt die nehmen vom Golf 7 und dann müsste ich mir andere Endrohre besorgen, weil der Golf 7 ist ja anders gebaut hinten. Und da haben wir gesagt, das wollen wir nicht, wir wollen eine Plug-and-Play-Lösung quasi haben. Was das angeht, dafür haben wir dann aber vielleicht ein bisschen Trouble mit dem Eintragen. Bei APR ist das nämlich alles in Kombination geprüft, auch mit Ladeluftkühler, Software und so, da ist das kein Problem. Wenn du das von verschiedenen Herstellern verbauen willst, dann musst du eben eine Geräuschmessung machen, weil es quasi keine anderen Gutachten gibt, die sagen, hey, in Kombination passt das Ganze. Und deswegen muss man das so machen. Das ist auch mit ein paar Kosten verbunden, aber das funktioniert. Und klar, Spurplatten und die Felgen ist ja sowieso kein Thema, das ist ja alles nichts Besonderes. Wie gesagt, es hat alles ein bisschen länger gedauert. Die Ansaugung habe ich auch nur bei einem Anbieter gefunden, der die noch lagernd hatte, wo ich die bestellen konnte. Dann musste ich da den Gutachten hinterher rennen, weil die Gutachten nicht mitgeliefert wurden. Das Intake habe ich woanders bestellt, da musste ich auch, das Inlet, habe ich woanders bestellt, da musste ich auch dem Gutachten hinterher rennen.
Ja, und das sind halt alles so Sachen, die dann mal wieder so gelaufen sind, wenn es mal wieder länger dauert. Ich nenne hier auch bewusst keine Namen, weil ich will jetzt nicht irgendwen da kritisieren oder an Pranger stellen. Es kann immer mal was schief gehen. Aber wie das so üblich ist, wenn es darum geht, am Auto was zu ändern, es läuft meistens nie so, wie man sich das vorstellt. Es dauert immer etwas länger und man braucht immer mehr Zeit als geplant. Wir waren auch aus verschiedenen Gründen, weil der TÜV dann nicht da war und weil dann noch die Teile von den Spurplatten fehlten und so weiter, auch dreimal in der Werkstatt, bis alles erledigt gewesen ist. Das ist also echt eine Sache, die dauert dann doch meistens länger, als man denkt. So, und mit der letzten Änderung, obligatorisch schon eigentlich für uns, mit dem lackierten Heckwischergehäuse, entlasse ich euch dann für dieses Video. Wie gesagt, als nächstes kommt dann hier von den Fahreindruck. Dann versuche ich auch mal, das mit dem Sound hinzubekommen, auch von außen, weil von innen ist es schwierig, habe ich schon probiert, mit dem Handy zu filmen. Von außen, Vorbeifahrt etc. könnte vielleicht gut gehen. Leistungsmessung ist angedacht. Wie gesagt, 100-200 Messung werde ich hierbei wahrscheinlich nicht machen, weil erstens kennt man die Zeitenserie. Das kann man nachgucken, das ist kein Geheimnis. Irgendwas um die 13 Sekunden plus minus, je nach Beladung und Wind und Wetter wird er machen. Und wir haben halt hier auch quasi kein gerades Autobahnstück in der Nähe, wo ich das vernünftig machen kann. Deswegen wird das entfallen. Dann werde ich mal schauen, dass ich noch den Polo GTI, aktuelles Modell, vor die Kamera kriege. Neuer Wagen im Familienbesitz, den euch mal noch vorstelle. Anhand des Autos kann man auch sehr gut im Vergleich sehen, den Unterschied zwischen diesen beiden Klassen, ne? Zwischen kleinen Wagen, sportlich und Kompaktwagen und wie groß der Unterschied eigentlich ist. Das werde ich dann auch an der Stelle noch mal ein bisschen ausführlicher berichten. Ja, und ansonsten werde ich jetzt weitermachen mit der Innenraumwäsche und die paar Flecken, die ich noch sehe, die ihr hoffentlich jetzt gerade nicht seht, noch wegmachen. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen, wenn es noch nicht passiert ist. Wie gesagt, schaut mal in die Videobeschreibung, da findet ihr die Playlist zu diesem Auto. Und ihr könnt auch gerne bei Facebook und auf Discord vorbeischauen. Da gibt es immer wieder auch mal Zwischenstand und Vorabinformationen und Austausch in der netten Community. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Spider2MW. Ciao.